Es gibt immer wieder so Werkzeuge, da fragt man sich wirklich, wer braucht sowas? Wer braucht eine Akkubandsäge von Parkside? Das habe ich mich auch lange gefragt. Ich habe mich mit verschiedenen Leuten ausgetauscht und da kriegst du teilweise die Antwort, das ist die bessere Alternative in vielen Bereichen zum Winkelschleifer. Wie bitte? Meine geliebten Winkelschleifer? Da habe ich natürlich genauer nachgehakt. Ich habe hier drei verschiedene Werkzeuge. Die habe ich euch Anfang des Jahres gezeigt. Ich habe gesagt, die nächsten Wochen kommen dazu Videos. Die Winkelschleifer, das ist natürlich so ein Selbstläufer, ein Winkelschleifer. Ich liebe Winkelschleifer, aber eine Akkubandsäge, die konnte ich erst nicht so richtig greifen. Ich habe mich dann, wie gesagt, ausgetauscht und man kriegt dann die verschiedensten Anwendungen. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann macht das doch richtig viel Sinn. Und es gibt Sachen, da muss man wirklich sagen, da ist die Akkubandsäge der bessere Winkelschleifer. Und das gucken wir uns auf jeden Fall in diesem Video an. Und wie immer im Leben gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck, der haut mich ein bisschen um. Finde ich wirklich nicht schlecht. Das Gerät sieht wirklich spannend aus, sieht sehr interessant aus. Wirkt jetzt auf den ersten Eindruck nicht billig, wiegt 3,3 Kilo. Das heißt, das kann ich wirklich gut mit einer Hand handeln. Wenn ich dann einen Akku, einen 4 Amperestunden Akku dazu nehme, der wiegt auch nochmal 400-500 Gramm. Da bin ich bei unter 4 Kilo. Damit kann ich das wirklich selbst mit einer Hand noch sehr gut handeln. Aber ich habe hier verschiedene Ansatzpunkte, wo ich auch die zweite Hand zur Hilfe nehmen kann. Ich habe auch einen Griff dabei. Ich habe hier oben den Taster zum Einschalten, links, rechts jeweils eine Taste, damit man das Gerät nicht aus Versehen einschaltet. Ich kann die Drehzahl regulieren in 6 Stufen, das kann ich hier oben machen. Und somit ist das Gerät wirklich sehr, sehr einfach natürlich in der Bedienung. Die Schnittbreite wirkt auf den ersten Eindruck wirklich sehr klein. Wenn man hier nachmisst, ist man bei knapp 70 mm. Man hat eine Schnittbreite von ungefähr 65 mm. Die Schnitttiefe ist aber interessant. Die ist bei 65 mm ebenso. Also man kann da wirklich sehr tief sägen. Das werden wir natürlich nachher auch ausprobieren. Ich habe hier noch eine kleine Beleuchtung, eine Arbeitsplatzbeleuchtung und kann hier oben dann auch den Griff montieren. Den Griff kann ich beidseitig montieren. Griff ist auf jeden Fall auch sinnvoll, wenn man da mit ein bisschen mehr Kraft arbeiten will, wenn man in verschiedenen Positionen arbeiten will. Man muss aber ganz klar sagen, so eine Bandsäge, auch eine Akkubandsäge oder eine normale Bandsäge, die arbeitet, die gibt ihre Arbeitsgeschwindigkeit vor. Da sollte man nie mit zu viel Druck arbeiten. Für die Säge wird ein 4 Amperestunden Akku empfohlen und der reicht auch aus meiner Sicht vollkommen aus. Für so ein kleines Sägeband, um das vernünftig zu betreiben, braucht man wirklich nicht viel Kraft. Viel Kraft ist ja sogar hinderlich. Wenn man zu viel Kraft hat, ist natürlich immer die Gefahr, dass man das Sägeband relativ schnell ruiniert. Das heißt, ich habe die 8 Stunden Ampere Akkus, die kann man da natürlich verwenden und sonst verwende ich die 4 Stunden Ampere Akkus. Ich habe hier noch eine Beleuchtung für den Arbeitsplatz und damit ist das Gerät in der Form eigentlich schon erklärt und wir können uns noch 2, 3 kleine Details angucken und dann fangen wir an zu sägen. Um das Sägeband zu tauschen, habe ich hier den Imbusschlüssel gleich mit dem Lieferumfang. Den kriege ich hier ein bisschen schwer raus. Ich denke mal, wenn er so 10-mal drinnen und draußen war, dann hat sich das Ganze schon deutlich gelockert. Brauche ich hier im ersten Moment einen kleinen Schraubendreher, um das so ein bisschen rauszuhebeln. Aber im Prinzip finde ich das positiv. Ich bin dann jemand, der immer in dem Moment, wenn er dann so ein Sägeband wechseln will, sicherlich nicht den Schlüssel mit am Start hat, beziehungsweise ihn erstmal suchen muss. Wenn man das dabei hat, ist gut. Ich habe als ersten kleinen Sägeversuch hier 1,5 mm Stahlrohr. Das ist so lackiert, das habe ich als Rest noch in der Ecke stehen und ich denke mal, da fange ich mal mit an. Und man sieht hier schon mal diesen ersten großen Vorteil. Ich habe kleine Späne in dem Bereich, ja, das ist natürlich immer so, aber ich habe keinen Funkenflug, kein Nichts. Das heißt, das kann ich jetzt auch in der Holzwerkstatt machen, das kann ich überall machen und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber einem Winkelschleifer. Man sieht hier 1,5 mm, das ist natürlich keine Belastung für die Bandsäge, aber es ist mein erster Versuch. Ich will die Säge ja nicht beim ersten Schnitt schrotten und darum habe ich jetzt hier 3 mm verzinktes Rohr. Das sind auch Reste und da schneide ich dann mal auch ein bisschen mit weiter. Das heißt, von wegen, das ist so aus meiner Sicht so dieser erste Vorteil, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dass man halt wirklich weniger Dreck hat. Darum bin ich zum Beispiel auch in meinem normalen Sägebereich in der Werkstatt von der Kaltkreissäge zur Bandsäge rübergegangen. Weil die Kaltkreissäge hat auch Funken geschlagen, die hat die Späne überall hingeschossen, wie halt ein Winkelschleifer. Und so eine Metallbandsäge ist natürlich sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr sauber. Man hat keinen Funkenflug und das sieht man hier in dem Beispiel natürlich auch.
Und 3 mm ist hier auch überhaupt kein Problem, das damit zu sägen. Ist auch eine ganz normale Geschwindigkeit, also ich habe die Geschwindigkeit nicht erhöht. Man muss immer so ein bisschen vorsichtig ansetzen und dann, whoops, geht das Ganze da durch wie Butter. Aber machen wir doch einfach mal den direkten Vergleich mit dem Winkelschleifer. Man sieht, hier fliegen die Funken, hier fliegt der Dreck durch die Gegend. Habe ich jetzt einen Bereich, in dem ich brennbares Material habe, ist das Ganze schon wieder sehr, sehr unglücklich. Ja? Und ich habe auch einen gewissen Staub, gewisse Dämpfe in der Luft, ist auch alles andere als gesund. Und ich habe natürlich auch hier immer einen gewissen Grad. Wenn ich was mit dem Winkelschleifer abtrenne, kann ich noch so vorsichtig sein. Einen gewissen Grad habe ich immer. Dann nehme ich jetzt meine Akkubandsäge. Und das ist auch ein Vorteil, den kommunizieren viele, wenn man da im Internet ein bisschen recherchiert. Das heißt, ich bin jetzt hier ungefähr vom Gefühl her 20-30% langsamer als mit dem Winkelschleifer. Ich arbeite hier aber auch wirklich vorsichtig. Ich lasse das Sägeband arbeiten. Das sollte man immer bei einer Bandsäge machen. Ich habe hier einen sauberen, ordentlichen Schnitt und keine Funken. Und der Dreck, der hier entsteht, der ist wirklich sehr, sehr lokal begrenzt. Also das sind natürlich Riesenvorteile. Ich habe oft Geländer in Treppenhäusern abmontiert. Die waren einbetoniert, die hat man dann einfach abgeschnitten, abgekattet. Und dann war das natürlich immer ein Riesenaufwand. Man musste alles abdecken oder so. Da werde ich in Zukunft diese Akkubandsäge nehmen. Oder halt auch irgendwo in Bereichen arbeiten, wo es wirklich gefährlich ist, wo Brandgefahr besteht oder dergleichen. In einer Holzwerkstatt irgendwas abschneiden oder so. Da ist es natürlich deutlich einfacher. Man macht das mit so einer Bandsäge. Und eine Akkubandsäge ist natürlich unwahrscheinlich flexibel. Und bei der Akkubandsäge ist jetzt auch noch wieder halt der Vorteil, der so oft bei Parkside ist, das Gerät, gerade für die, die es nur gelegentlich nutzen, ist wirklich auch sehr, sehr erschwinglich. Ich will zwischendurch noch mal ganz kurz zeigen, wie man das Band wechselt. Ist wirklich auch sehr einfach. Ich habe den Imbusschlüssel, hatte ich vorhin schon gezeigt, der ist vorne mit reingeklemmt. Das heißt, man hat immer alles am Mann. Man öffnet hinten diese beiden Imbusschrauben und dann kann man das Ganze hochklappen. Ich habe vorne den Hebel, damit kann ich Spannung draufgeben oder kann die Spannung halt wieder runternehmen. Ich würde es schöner finden, hätte man da irgendwo ein Gewinde, dass man wirklich die Spannung auch variieren kann. Aber das würde natürlich auch dazu führen, dass viele die Spannung zu hoch wählen und dann würde das Sägeband relativ schnell kaputt gehen. Also es ist immer so ein bisschen Segen und Fluch, lässt sich auf jeden Fall sehr einfach wechseln hier und wie gesagt, Werkzeug braucht man da nicht, ist alles an Bord. Jetzt wollen wir einfach mal ausprobieren, was die Säge an Max sägen kann. Das heißt, Datenblätter sind immer schön und gut. Theoretisch müsste 60x60 kein Problem sein. 60x60 Vierkantrohr, 2 mm stark, 3 mm hatte ich leider nicht, aber wir machen gleich auch nochmal einen Versuch, wo wir was Dickeres schneiden. Man sieht aber hier von der Breite her, 67 könnte man Max, das wäre dann aber schon wirklich sehr knirsch. Das heißt, 60 ist ja wirklich kein Problem. Und die Schnitttiefe ist natürlich einseitig jetzt ein Vorteil. Nachteil an dem Gerät, muss man ganz klar sagen, wenn es jetzt 70x70 wäre oder 80x80, könnte ich das natürlich überhaupt nicht mehr schneiden. Ja? Aber ich kann natürlich tief reingehen. Wenn ich jetzt nur einseitig an so ein Material rankomme, dann hätte ich mit dem Winkelschleifer keine Chance. Da müsste ich bei der Schnitttiefe schon einen 230 mm Winkelschleifer nehmen und der muss eine neue Scheibe haben. Hier kann ich wirklich 60x60 eins oder ein Rohr, ein Vierkantrohr nach dem anderen abschneiden. Ist kein Problem für das Gerät. Was einem aber auffällt, wenn ich mir das Ganze nicht angerissen habe, nicht angezeichnet habe, dann fällt es mir wirklich schwer, da so einen extrem geraden Schnitt. Die Schnitte sind schön sauber, das Sägeband ist natürlich auch neu, aber es ist auf jeden Fall ist es nicht ganz einfach, damit so einen schönen geraden Sägeschnitt hinzukriegen. Da muss man sich das Ganze anreißen, anzeichnen. Da bin ich mit dem Winkelschleifer deutlich geübter und was einem natürlich auch wiederum auffällt, die Sägeschnitte sind sehr, sehr filigran. Wenn ich jetzt selbst mit der Millimeterscheibe reingehe hier in das Rohr, dann sieht man hier die Schnitttiefe. Bei der Hälfte ist Schluss. Ja, da komme ich natürlich, ich kann jetzt natürlich das Ganze drehen, ich kann von allen Seiten das mit dem Winkelschleifer bearbeiten, ist natürlich auch nicht immer möglich. Aber so diesen genauen Sägeschnitt, das ist wirklich schwierig. Wenn ich das Ganze jetzt in der Position habe, da sehe ich richtig schön, was ich arbeite, kann ich auch leichte Konturen damit abschneiden. Weil ich da so die Möglichkeiten habe, ich glaube, der Erste wird dann gleich wieder anfangen, sich das in den Schraubstock einzuspannen. Das habe ich heute nicht gemacht. Das mache ich, wenn die Kameras aus sind. Aber da so Konturen mitschneiden oder so ist wirklich kein Problem. Nach Anriss schneiden, aber so frei Schnauze, wie man immer schön sagt, da gerade zu schneiden, ist mir jetzt ein bisschen schwer gefallen. Ich habe jetzt einen ganzen Nachmittag, bevor ich das zusammengeschnitten habe, hier mit dieser Säge geschnitten. Es funktioniert wirklich gut.
Also hier ist ein bisschen weit gespannt. Das heißt, man braucht auch immer wegen der Bauform natürlich ein bisschen Platz. Aber im Prinzip so Konturen nachschneiden oder so ist wirklich alles kein Problem. Das kann man damit sehr, sehr gut machen. Das war bisher natürlich jetzt alles keine Belastung für das Gerät. Ich habe hier ein Edelstahl Vierkantrohr. Edelstahl ist vom Werkstoff her immer eine ganz andere Hausnummer, als dass man Stahl sägt oder bohrt. Ich zeichne mir das Ganze hier auch mal an, damit ich wirklich ein bisschen schönere Ergebnisse produzieren kann. Und man sieht das hier an diesem Sägeschnitt. Ich habe das ein bisschen schneller natürlich gefilmt, aber oder ich lasse den Film ein bisschen schneller ablaufen, damit es nicht zu langatmig wird, das Video. Aber man sieht von wegen, das ist auch überhaupt keine Belastung für das Gerät. Ich habe ein bisschen Öl benutzt, sonst kriegt der ein oder andere gleich natürlich wieder einen Nervenzusammenbruch. Ich habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden. Es gibt komischerweise mittlerweile Bandsägen, wo geschrieben wird, bitte nicht mit Schmierstoffen arbeiten oder so. Finde ich völlig hohl. Würde ich einfach irgendwo das Gerät wieder zurückschicken. Habe ich hier nicht gefunden und das Ergebnis sieht jetzt hier wirklich auch sauber und gerade aus. Eine richtige Belastung ist jetzt hier die Welle des Grauens. Da sind schon viele Geräte dran gescheitert. Das ist eine 60er Welle, eine gehärtete Stahlwelle. Da schneide ich schon seit Jahren immer wieder dran rum. Und die Welle kann ich hier natürlich auch mit dieser Bandsäge vom Durchmesser her sägen. Aber ob die das schafft, ich lasse die Säge hier wirklich arbeiten. Ich habe es auch mit diesem Handgriff kurz versucht, aber den finde ich wirklich, also für mich ist da jetzt nichts. Ich fasse die Säge vorne einfach an, die bietet da genug Punkte. Ich arbeite vorsichtig, ich lasse die Säge arbeiten. Ich habe es einmal, glaube ich, jetzt hier gehabt, dass das Band ganz kurz gestoppt ist. Aber ansonsten sieht man auch, man kann so eine Welle damit problemlos abschneiden. Das ist immer so die Sache. Vorstellen, du bist irgendwo in einem Bereich, da dürfen keine Funken fliegen. Du bist da irgendwo, musst relativ mobil unterwegs sein und jetzt hast du da eine 50er, eine 60er Welle und musst die abschneiden oder so, dann hast du wirklich ein Problem. Willst du da mit der Hand anfangen zu sägen oder so, kriegst du ja eine Macke. Ne? Und ich sage mal, dafür macht das diese Bandsäge in der Dimension wirklich gut. Es gibt da von verschiedenen Herstellern natürlich auch Akkugeräte mit größeren Dimensionen, wenn man sowas braucht, aber im Prinzip hier wirklich sauber die Welle abgeschnitten und das Band ist kühl geblieben. Und der Schnitt, man hat da wirklich kaum Verlust. Der Schnitt ist 0,4 mm stark. Natürlich in der Praxis ein bisschen breiter, aber es ist wirklich minimal. Ist wirklich Wahnsinn. Wenn man sich die Ergebnisse hier ansieht, ich war erst skeptisch. Ich habe die ersten 3-4 Schnitte mit dem 8 Ampere-Stunden Akku probiert, weil ich dachte, vielleicht brauche ich mehr Leistung, bin dann auf diesen 4 Ampere-Stunden Akku rum und habe damit alles hier geschnitten. Und wenn ich da jetzt drauf gucke, von wegen, habe ich da immer noch ein bisschen Restakku. Also das heißt, ich bin nur bei Orange. Ich könnte jetzt wieder in die App reingehen, das will ich aber nicht. Also das heißt, man kann da wirklich auch ein bisschen was mitarbeiten, wenn man das sieht. Ich habe noch ein paar Schnitte mehr. Ich habe ungefähr so 30 Schnitte damit gemacht und als kleines Highlight am Ende halt diese Welle. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spezielles Werkzeug. Ich hatte nur dieses eine Sägeband. Das sieht immer noch aus wie neu. Also es hat keinen Schaden genommen. Das finde ich ein bisschen schade, dass Parkside sowas nicht gleich anbietet. Finde ich auch betriebswirtschaftlich gesehen sehr unglücklich, weil da könnte man gleich immer noch ein bisschen was mitverkaufen. Aber das ist gut, das ist deren ihr Ding. Aber auf der anderen Seite finde ich das Gerät wirklich schön. Ich habe erst überlegt, was machst du damit? Jetzt fallen mir 1000 Sachen ein, wo ich sage, eine Akkubandsäge ist da wirklich nicht schlecht. Keine Dreck. Keine Funken, keine Gefahr, dass irgendwas brennt. Man muss nichts irgendwo, sage ich mal, im Funkenbereich vor Funken schützen oder so. Da gibt es schon eine Menge Anwendungsfälle. Sicherlich ein sehr spezielles Werkzeug, aber für die, die da schon die Akkus haben und die dann da irgendeinen Fall haben, denke ich, gibt es den einen oder anderen, der sagt, da nehme ich den Winkelschleifer jetzt nicht, da nehme ich mal die Lidl Parkside Akkubandsäge. Das Gerät verlinke ich hier unter. Ihr seht nochmal hier, ist auf Orange nach den ganzen Sägeschnitten. Das Gerät verlinke ich hier unter, wie immer. Ansonsten viel Spaß beim Schweißen und ihr könnt mir ja nochmal hier unterschreiben, wo ihr diese Akkubandsäge einsetzen würdet.